Nach da oben. I'm listening. Go ahead. Nichts. So, wo ist denn der jetzt? Hallo? Ja, ich wollte gerade sagen, bin ich dir zu weit weggelaufen oder was? Du bist doch gar nicht so unzackig. Dann solltest du das doch eigentlich auch hinkriegen. Hier. Mir in aller Ruhe zu folgen. So. Und da hinten muss ich eigentlich rüber auf die andere Seite. Könnte natürlich sein, dass da oben gab's doch eine Abzweigung, die ich nicht genommen habe, oder? Es könnte jetzt natürlich sein, dass es da dann... Jojo, ist ja gut. Dass es da dann einen Weg auf die andere Seite gibt. Was ich mal schwer hoffe. Genau. Quasi da oben lang. Ich glaube, da war ich sogar schon mal. Also nicht da, sondern... So, dann gehen wir doch mal wieder auf Lokal. Genau, da kommt man nämlich darüber auf die Seite. Wo ist denn jetzt mein Weggefährte schon wieder? Da ist er. So, ich bin die ganze Zeit am Hüpfen. Ich sollte mal Schleichen üben, ganz ehrlich. Ah, da ist der schon wieder. Nee. So, ich bleib mir mal ein Weilchen stehen, bis mein Gefährte hier ist. Und dann laufen wir mal wieder in diese Richtung, in die ich ja schon mal gelaufen bin. So, dann geht's doch da hinten rüber, oder? Da gab's doch viele von diesen Viechern. Ich glaube, ich stell dich mal wieder hier ab. Wahrscheinlich vergesse ich dich dann wieder. Karte, genau. Gesamtkarte. Ja, ich will jetzt hier rüber und dann quasi darüber. Ich hoffe einfach mal, dass es da Brücken gibt. Was heißt, ich hoffe, ich gehe einfach davon aus, dass es da Brücken gibt. Hier gibt es zum Beispiel... Hier gibt es einen Kai. Oder einen Pier, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich würde aber ganz gerne da rüber gehen eigentlich. Ich wüsste ja auch nicht, wie ich da jetzt sonst hinkommen sollte. Sagt mein Journal. Mein Journal sagt, ich könnte da lang laufen. Und dann hier hinten rüber. Und dann müsste ich hier unten ja irgendwie darüber kommen, hoffentlich. Naja. Wir gehen jedenfalls mal da lang. Ich finde es übrigens witzig, dass ich inzwischen rennen kann, ohne Ausdauer zu verlieren. Also, ohne viel Ausdauer zu verlieren.
Ich gehe schon wieder in die falsche Richtung, kann es sein? Aber ich habe da jetzt eigentlich keinen Abweg gefunden. Wo geht's denn dahin? Pelagiert und wir weg. Da will ich aber gar nicht hin. Ich muss doch den Pier runter. Den Pier. So, richtig aussprechen. Na, Pier. Pierre. Pierre-François. Genau. Ich muss den Pierre runter. Ja, das klingt jetzt aber auch irgendwie falsch auf jeden Fall. Gut, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu dem Pierre. Hallo Pierre. Hallo Kai. Wlusch. Wlusch. So richtig ist es auch nicht. Geht's da hinten rüber? Nee. Ich glaube, ich bin das letzte Mal da lang geschwommen. Kann das sein? Genau, ich glaube, das letzte Mal bin ich da einfach rüber geschwommen. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Genosse schon wieder? Hoi du. Der ist da oben, der kann von mir aus auch da oben bleiben. Hast du meinen Gefährten gesehen? Servus. Okay, er wollte scheinbar sprechen, aber dann hat er beschlossen, dass es besser ist, die Klappe zu halten. Das ist doch dann der da. Und wie kann ich mit dem da reden? Kann ich mit dem da reden? Gar nicht? Wo ist mein Kumpane jetzt eigentlich? Habe ich den jetzt verloren oder wie? Ich gehe mal noch ein bisschen in die Richtung. Vielleicht habe ich ihn ja da verloren. Aber ich dachte, der wäre mir hinterhergekommen. So, da unten ist alles Wasser. Das gibt's doch nicht. Naja, gut, dann werden wir eben 3 Folgen jetzt versuchen, diesen meinen Auftraggeber wieder zu finden. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Bin ich wenigstens beschäftigt? Habe ich was zu tun? Ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil nicht allzu viel Wer seufzt denn hier? Weil nicht allzu viel passiert. Aber auf der anderen Seite
Nein, nicht da. Ah, nein, nicht dahin. So. Ich habe keine Ahnung, wo mein Kumpane jetzt hin ist. Der müsste doch hier irgendwo sein. Ich meine, ich habe den... Hat der Typ da oben den angegriffen oder wie schaut es aus? So, auf jeden Fall wollen wir jetzt um den keine Sorgen mehr machen. Das brauche ich wirklich nicht, aber ich mache mir Sorgen um den anderen. Naja. Ich denke... Och je. Ich würde ja gerne noch eine Runde warten, aber... Ich meine, ich wüsste nicht, wo ich ihn verloren haben sollte. Ich weiß, ich bin in diese Richtung gelaufen, da war er noch hinter mir, dann bin ich umgedreht, bin in diese Richtung gelaufen, ich war der Meinung, da war er auch noch hinter mir, und dann bin ich eigentlich bloß zum Pierre. Und der Pierre wird ihn nicht aufgefressen haben, hoffe ich doch. Äußerst seltsam. Äußerst seltsam. Ich mache hier jetzt einfach mal ein Nickerchen. Und der Mensch ist immer noch nicht hier. Ich glaube, der hat sich einfach verlaufen. Naja, gut. Dann, ja, wenn der sich so verlaufen hat, dann werde ich doch mal ein kleines Päuschen machen und dann suchen wir doch mal in der nächsten Aufnahme nach ihm. Oder nicht. Vielleicht fällt mir in der nächsten Aufnahme was ganz anderes ein. So, was mache ich denn dann für Folgen? Wahrscheinlich nicht mal 15 Minuten. Genau. Ja, bis dahin. Auf Wiedersehen.